Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder bei einer neuen Ausgabe Ihres Magazins Achnet TV. Wir stellen Wuppertaler Unternehmen vor. Heute im Zuge von Wuppertal 24 Stunden live. Und zwar die Unternehmer mit Spenderherz, die gespendet haben für die Aktion Kindertal. Und wir sind bei Jacks Weindepot und neben mir sitzt der Herr Michael Bürgner. Herr Bürgner, Sie sind Geschäftsführer des Unternehmens. Ja, Betreiber und Inhaber hier, richtig. Erzählen Sie doch unseren Zuschauern ganz kurz etwas über Jacks Weindepot. Jacks Weindepot gibt es jetzt seit 34 Jahren, seit 1981 hier am Standort im Château Lindenbeck. Wir haben ursprünglich angefangen, wie der Name dann auch schon vermuten lässt, französische Weine zu vertreiben. Ganz klar mit dem Konzept, dass unsere Weine auch probiert werden können, probierend wie beim Winzer. Seit etlichen Jahren ist das Sortiment deutlich erweitert worden auf italienische Weine, Überseeweine inzwischen, spanische Weine, auch deutsche Weine zunehmend sind dabei. Das Prinzip sind grundsätzlich trockene Weine mit natürlich Ausnahmen wie Dessertweinen und Ähnlichem. Und es sind inzwischen weit über 200 Weine, die hier jeden Tag während der Öffnungszeiten probiert werden können. Dazu gibt es ein Kontingent der hochwertigen Weine, der Grand Cru-Weine, die nur zu bestimmten Terminen zu probieren sind. Ja, und das Ganze hier im wunderschönen Schloss Lindenbeck, herrlich idyllisch gelegen, hier in Wuppertal. Sind Sie zufrieden mit dem Standort Wuppertal? Aber ja, natürlich. Ich bin hier geboren und finde diese Stadt großartig. Ich gehöre seit vielen Jahren der Jury für die Wirtschaftspreisverleihung an und weiß, was sich hier Positives tut. Sehr viel Positives tut sich, ohne dass ausreichend darüber geredet wird. Ja, und eine der Sachen, wo wir zeigen, was wir können, ist eben auch Wuppertal 24 Stunden live. Und langsam hat man auch den Eindruck, dass auch im Tal sozusagen ankommt, dass diese Stadt lange nicht so schlecht ist, wie sie immer wieder geredet wird, wie wir uns selber machen, sondern ich denke oder ich hoffe, dass eine gewisse Aufbruchstimmung da ist. Und auch die Menschenmengen, die während 24 Stunden live kommen, die während des NRW-Tages unterwegs waren und so weiter, lassen doch hoffen und vermuten, dass sich hier wirklich was tut und der Wuppertaler endlich anfängt, stolz auf seine Stadt zu sein und zu sehen, was diese Stadt wirklich alles bietet. Und ich denke, das kann man auch als Wuppertaler stolz sein auf seine Heimatstadt. Wuppertal ist sehr attraktiv, hat viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, das herauszufinden, ist Wuppertal 24 Stunden live. Noch eine Frage, Sie haben auch für Kindertal gespendet. Warum haben Sie das gemacht? Ja, nun, ich denke, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Ich sammle hier sowieso schon seit vielen Jahren für die Jugendfarm hier in Sonnborn. Ich sammle für die Kinderkrebshilfe und die Aktion Kindertal jetzt, gerade auch im Rahmen von 24 Stunden live zu unterstützen, punktuell oder vielleicht zukünftig auch dauerhaft, schien mir einfach eine sehr sinnvolle Ergänzung zu sein. Wie gesagt, die Kinder sind die Zukunft und wer sich nicht um die kümmert, der hat keine Zukunft. Das ist richtig. Ja, die Kinder sind bestimmt dankbar. Wir sind auch dankbar für dieses Gespräch. Und wir gehen weiter bei Wuppertal. 24 Stunden live, meine Stunde 24 Stunden live hier in Wuppertal. Bis gleich.